Ja, ihr beiden, wir haben es gerade schon gesagt, wir haben es lange nicht mehr gesehen. Was war los in den letzten Jahren, was ich wissen muss, was ich vielleicht verpasst habe oder so? Ihr habt auf jeden Fall Jubiläum gehabt, das weiß ich letztes Jahr. Ja. Ja, 10 Jahre Matzen und dann haben wir ein Live-Album gemacht und das war relativ aufwendig. Da haben wir irgendwie so alle unsere 5 Alben gespielt in Hamburg, in verschiedenen Clubs. Unser Booker hatte die Idee und das ist eine geile Idee, ist ja super, bis wir dann anfingen zu proben. Dann die alten Songs nochmal sich wieder aufrufen und so. Ja, ja, da waren auch einige dabei, die wir noch nie gespielt haben einfach. Und vor allem haben wir Mücke und Lisa jetzt auch dabei seit 5 Jahren und die kannten, also die haben die Hälfte der Lieder noch nie gespielt. Das war echt richtige Arbeit. Aber trotzdem Bock gebraten, es war ein cooles Jubiläum. Also auf jeden Fall. Also gerade das erste Konzert auch im Molotow. Also das ist ja das alte Molotow noch gewesen. Dann wurde uns nachgesagt, dass wir es zerstört hätten. Yes. So ging die Legende dann natürlich auch los und so. Aber dieses Gefühl war so toll, dass man das erste Album gespielt hat, auch in einem Club, der von der Größe her auch realistisch genauso war wie vor 10 Jahren. Es war, glaube ich, beim Publikum und bei uns, obwohl ich kein Nostalgiefreund bin oder so, aber es war so dieser alte Funken wieder da, so dieses ganz aufregende, frische Gefühl. So das, was ja leider nicht genau so eigentlich jeden Abend nach 10 Jahren auch immer wieder passieren kann, aber da war es wieder da. Macht er das noch 10 Jahre eigentlich? Na, hoffentlich. Wir haben Bock. Jetzt sind wir, beim Festival hier. Ich habe mir überlegt, auch ein neues Album, 6. Studioalbum, glaube ich, ist es. Ne? Habe mir überlegt, die Alben, die macht man eigentlich nur noch, damit man neue Songs den Fans irgendwie im Prinzip, aber nicht mehr zum Geld verdienen, oder? Das bringt im Prinzip heutzutage gar nichts mehr. Wir haben an Alben noch nie Geld verdient, noch nicht 1 Cent, sondern es ist, wir lieben es, Alben zu machen und wir stecken da alles rein, aber es ist, Alben machen wir nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern tatsächlich, um auf die Bühne zu gehen. Und um niemanden zu langweilen. Da habt ihr so ein bisschen Selbstverletzung betrieben, sag ich erstmal, weil da ist dieser Küss mich-Song drauf. Und in jedem Interview, was ich mit euch sehe, werdet ihr jetzt gefragt, na, heute schon irgendjemand geküsst und so. Ne? Geht einem das auf die Nerven so ein bisschen, oder? Ach, manchmal, wenn man gerade auch viele Interviews gibt, dann finde ich manchmal so oberflächliche Fragen ganz geil. Ich habe auch neulich so ein Interview mit KIZ gesehen bei Aspekte, wo sie dann irgendeine komplizierte Politfrage gestellt bekommen haben. Dann meinten sie, ach, hör doch mal auf damit, frag uns doch mal nach unseren Lieblingsdinos. So, ich meine, manchmal ist es gar nicht so schlimm. Wie geht's euch eigentlich? Ja, wie ist das so mit 3 Brüdern in der Band? Genau. Wie ist das eigentlich mit 3 Brüdern in der Band? Aber die gibt's ja immer noch, die 3 Brüder. Also ihr habt zumindest ausgehalten, was das angeht. Finde ich auch nicht schlecht. Funktioniert ja anscheinend immer noch. Und Highfield Festival heute, habt ihr hier schon mal gespielt? Ja, schon öfter. Das ist jetzt das 4. Mal, glaube ich. Ich glaube, das erste Mal, als wir auf dem Highfield waren, da war das noch auf einem anderen Gelände und dann waren die Pixies Headliner. Oh, geil. Das war schon ganz cool. Auf jeden Fall. Also grundsätzlich, wenn man so Kollegen hier trifft, ihr habt gerade hier rumgehangen, zum Beispiel mit Materia, ne? Darf ich das erzählen? Und er guckt so entsetzt. Natürlich darfst du das erzählen, ja, Logo. Gar nicht entsetzt, gar nicht. Nein, das ist eher begeistert. Wir hatten letztes Wochenende schon das Vergnügen und haben uns so ein bisschen angefreundet irgendwie. Es ist schön, die ganze Truppe zu sehen. Mhm. Sehr nette Background-Sängerin. Die eine soll sehr gut AC/DC singen können. Ach was. Genau. Jetzt hat sie uns letztes Wochenende eigentlich noch versprochen, dass sie das macht. Wir werden das heute einfordern. Sie hat auch Bock. Ja, sehr gut. Bescheid, dann holen wir die Kamera dazu, dann nehmen wir das auch noch so aus dem Gebüsch aus auf oder sowas in der Art. Ansonsten, also gibt es irgendwelche sonstigen Neuigkeiten neben neuem Album? Ist irgendjemand, weiß ich nicht, dreifacher Vater geworden, ähnliches oder so in der Band? Oder? Ich bin dreifacher Vater, aber das ist auch schon wieder ein bisschen her jetzt. Ist auch nicht so spannend. Aber sonst, also gibt es irgendwas, was ich unbedingt fragen muss heute? Also was ich möglicherweise aus den letzten Jahren gar nicht mehr so auf dem Schirm haben könnte? Ach, ich weiß nicht. Also so Sensationsmeldungen gibt es Gott sei Dank nicht. Da müsst ihr dran arbeiten. Da müssen wir dran arbeiten. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, es bei uns wächst und gedeiht, ist kontinuierlich und gesund. Also über Plattenverkäufe haben wir schon gesprochen, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Auch so, ich bin sehr gespannt, wie es mit der CD weitergeht beispielsweise. Ne? Wir hatten ja vorhin auch drüber gesprochen, wir sind ja mit Vinyl noch ein bisschen aufgewachsen sogar. Mhm. Und da bin ich jetzt so auch übergegangen. Ich habe jetzt mir gesagt, ich kaufe nur noch Vinyl, weil ich kann das zwar nicht ignorieren mit dem Streaming und so, für die Band, aber für mich privat auf jeden Fall. So. Okay. Das hältst du auch durch und hörst auch nur noch Platten. Ja, genau. Also das ist bei mir passiert. Ich höre nur noch Platten. Aufregend. Sascha, kannst du das toppen? Naja, ich nutze alles. Ich hab mir auch CDs gekauft, aber die höre ich dann nicht. Also das ist so, das ist dann eher so Liebhaber. Und dann kann man sich wirklich eigentlich auch lieber gleich die Vinyl kaufen. Also zu Hause läuft auch
meistens Vinyl. Aber wenn man unterwegs ist, dieses Streaming halt doch nicht ganz scheiße, weil dann ist auch, wenn Sebastian Bock hat auf ein Lied und wir im Tubus sitzen und gerade Netz da ist, dann kann man das halt einfach so anmachen. Das ist halt auch wieder. Dann finde ich das auf einmal auch wieder gut. Ja. Ich dachte schon, hältst du dir die Ohren zu oder so in dem Moment. Das wäre auch geil. Teufelsmusik. Verweigerung pur. Ja. Irgendwie ist ja auch nicht schlecht. Macht, ich meine, was ich mich immer frage, wenn man so lange, ich meine, über 10 Jahre inzwischen durch die Gegend tourt und spielt und so und vor allen Dingen auch Sachen spielt, die, sagen wir mal, so die Klassiker, ja, eure Klassiker, nenne ich die jetzt mal so. Wenn man sowas immer wieder rezitiert, ja, wird das nicht irgendwann so ein bisschen öde? Also gibt es so Tage, wo du, oh Gott, jetzt schon wieder irgendwie der und der Song oder? Also höchstens beim Proben. Also wenn wir jetzt beim Proben zum 80.000. Mal vielleicht spielt, dann denkt man so, ach, nee, lass uns das jetzt einfach mal nicht proben. Das klappt schon, wir haben das so oft gespielt. Oder wenn es dann droht, live so zu werden, dann nehmen wir uns mittlerweile einfach den Luxus, dann eben vielleicht auch mal nicht zu spielen. Sondern vielleicht ist tatsächlich auch ein spezielles Lied, ja. Weil da war ich echt 16, als ich das geschrieben habe. Ja, und das ist dann ja, bald. Du hast mit der Vorgängerband schon gespielt. Ja, genau. Und das ist dann halt echt bald 20 Jahre alt. Und da kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie die Toten Hosen sich so fühlen manchmal. Das denke ich, ne? Ja. Ganz viele Geschichten. Und gerade bei so einem Song dann und so, boah. Aber dann rasten die Leute trotzdem aus, wenn ihr es nicht spielt. Dann stehen die ohne. Nee, war bei uns gar nicht. Wir haben es jetzt neulich wirklich mal weggelassen. Aber wir haben dafür dann halt einfach neue Songs gespielt. Und okay. das ist dann halt auch wieder das Gute. Und das macht es dann für uns. Und dann auch für die Leute, die jetzt auch. Es gibt ja auch schon Leute, die irgendwie 50, 60, 70 Matzenkonzerte gesehen haben. Und die freuen sich dann auch, wenn mal Abwechslung ist. Womit befasst ihr euch eigentlich sonst? Also wenn ihr jetzt gerade keine Musik macht, du hast schon gesagt, deinen drei Kindern, da hast du eh keine andere Zeit für irgendwas anderes. Aber gibt es irgendwas, also außerhalb von Musik, womit ihr euch befasst? Also ich bin auch immer mal ganz froh, wenn ein paar Wochen nichts ist, weil es gibt ja dann auch sowas wie alte Freunde. Ja. Und das kommt in unserem Beruf echt viel zu kurz oft. Also ich zum Beispiel ein Schulfreund von mir, ich glaube, der wollte heute herkommen, aber ich habe kein Netz und nix. Und der wird mir wahrscheinlich böse sein am Ende, aber ich werde es ihm dann auch erklären. Aber in freien Tagen, also viel kochen, jetzt im Sommer auch viel grillen und viel mit Freunden abhängen. Alles, was dann halt so zu kurz kommt. Auch mal Wäsche waschen. Ja, auf jeden Fall. Und habt ihr das auch, wenn ihr so von der Tour zurückkommt, dass man dann erstmal so ein bisschen in ein Loch fällt auch? Also, weil das höre ich öfter von Kollegen, ne? Die dann sagen so, wird einem jeden Abend zugejubelt und so. Und das ist ja auch geil und man wird so bedient irgendwie. Hat so die Garderobe voll mit irgendwelchen Sachen im Kühlschrank und dies und das. Also hat man das auch, oder? Ja, ich wach total oft dann nachts auf, bin total wach und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann fange ich an, in die Glotze zu gucken und bin auch echt irgendwie traurig. Und das dauert dann immer so ein paar Tage, bis man im Alltag zurück ist. Das ist definitiv so. Und du hast ja Familie, aber du wirst ja sofort wieder voll reingehauen. Ne? Ganz genau. Nee, also ich habe da eigentlich keine Möglichkeit für, weil ich dann drei crazy Girls habe, die mich dann auch nicht auf Trab halten. Was auch geil ist. Also ich hab ja auch eine Tochter und die macht sofort, ist dann Action und man ist sofort wieder in einer völlig anderen Welt. Ne? Ja, ganz genau. Und das ist, man hat keine andere Möglichkeit. Und das finde ich aber auch ganz geil, weil ich wäre auf jeden Fall ein Riesenkandidat für Tourloch und würde dann irgendwie wochenlang noch irgendwie in dem Rhythmus auch sein. Aber dadurch, dass ich einfach keine andere Möglichkeit habe und dass ab Tag 1 nach der Tour irgendwie morgens um 6 ein kleines Mädchen auf mich rumspringt und Frühstück haben will, dann muss man halt. Da muss man auf jeden Fall ran. Guckt ihr euch sonst was an heute? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade Adam Angst ein bisschen geguckt, habe den auch heute kennengelernt, mal ein bisschen gequatscht und erst verstanden auch, dass der vorher bei Frau Potts war, ja, und so. Sehr netter Kerl und super Konzert auch. Er tat mir ein bisschen leid, weil seine Bühnenklamotte halt komplett schwarz ist und schwarzes Hemd und Herrenschuhe. Er ist so, willst du das durchziehen? Ja, ich muss, haben wir uns so überlegt. Na gut, also der sah dementsprechend mitgenommen aus auf der Bühne, aber hat es trotzdem top gemacht. Also das hat mir gut gefallen. Und ich freue mich total auf Bilderbuch. Ja. Bilderbuch, jetzt spielen wir nämlich endlich mal mit denen, weil wir sind nämlich Fans voneinander quasi. Ja. Und da haben wir jetzt lange drauf gewartet. Und ansonsten wollte ich mir natürlich noch Materia angucken und Frittenbude und ja alles. Also am besten überall mal raufgucken. Genau. Ist ja dann doch viel Zeit und viel Langeweile.